Ja, wir sind ja immer noch in Tante Dannas Garten und müssen uns hier durchwimmeln, bevor wir überhaupt das Haus betreten dürfen. Und ja, dem kleinen Skorpion fehlt der Stachel, den habe ich ja schon gefunden. Gucken wir doch mal, was in der Schachtel ist. Wir haben ein spitzes Figürchen, Figurine. Wie? So, was haben wir denn hier? Da brauchen wir nochmal einen Knopf, Schrauben, Sicherung, grobe Bürste. Okay, damit kann ich jetzt erstmal nichts anfangen. So, diese Ranken sind wirklich dornig. Ich sollte Handschuhe finden. Geht auch die grobe Bürste? Nee, die geht leider nicht. Kommen wir hier eigentlich noch weiter? Nee. Schade, dass es nicht noch einen Hintereingang gibt. So, hierfür brauchen wir auf jeden Fall noch eine Heckenschere. Ja, da fehlt auch noch was. Und hier fehlt etwas zum Aufschneiden. Ja, da sage ich jetzt nicht zu. Ich finde es ja manchmal, ich muss doch was sagen. Ich finde es ja manchmal ein bisschen komisch, mit irgendwelchen Behelfssachen, was ich ja an sich in Ordnung finde, was aufzuschneiden oder aufzuschrauben. Und dann bekommt man genau das, was man eigentlich hätte gebrauchen können. Es ist manchmal ein bisschen merkwürdig mit Wimmelbild spielen. So, was brauchen wir denn hier? Hier fehlt auf jeden Fall noch ein Fledermaus-Emblem. Und bei dem Skelett können wir auch noch nichts machen. Das müssen wir erstmal ausschalten. Dafür brauchen wir aber noch eine Sicherung. Oh, tut mir aber leid. Leg dich doch ein bisschen zum Schlafen nieder. Nee, da war ich jetzt gerade. So, hier fehlt noch ein Libellenflügel. Ein Schlüssel. So, wozu brauchen wir denn das Messer? Was? Oh, wie süß. Passt irgendwie so gar nicht hier hin. Richtig niedlich. Hinterhof. Ich guck mal eben auf die Karte. Aha, wir haben im Hinterhof was zu machen. So, was war denn zum Abschneiden? Ach, vielleicht die Ranken? Nee. Hätte mich jetzt eigentlich auch gewundert. Hm? Auch nicht. War hier nicht gerade noch irgendwas zum Abschneiden? Isolierband. Ach so, ach Mensch. Die Sicherung, die habe ich gar nicht gesehen. Oh. Ja, den. Können wir doch mal hier die Sicherung reinmachen. Aufgabe erledigt. Deaktiviere die Fallen. So, das haben wir gemacht und wir haben Libellenflügel. Dann können wir auch endlich ins Haus gehen. Bin ja mal gespannt, was mit Tante Dana passiert ist. Gehen wir erstmal ins Wohnzimmer. Gemütliches Bläuschen halten. Ach, guck an. You're too late. She already told me where the photo is. I'll release my master and neither of you can stop me. Let's see how you handle this. Dean is in danger. I need to stop the mummy to save her. Ach, verdammt, die alte Petze hat dem kleinen Wicht verraten, wo das Foto ist. Aber wir haben erstmal größere Sorgen. Wir müssen nämlich erstmal hier die Mumie irgendwie... Können wir eigentlich den Ventilator anschalten und es dreht sich dann so, dass der dann so oben an der Strippe hängt? Das fände ich ja mal auch gar nicht schlecht. Aber ich glaube, dafür habe ich wieder zu viel Fantasie. So, was ist das für eine schwere Tür? Sie will sich nicht ohne Rad bewegen. Was haben wir denn hier? Einen kaputten Föhn? Schrauben? Ja gut, da können wir noch nichts machen. Vielleicht kriegen wir den Ventilator dann. Meine Liebe, ich weiß dein Geschenk wirklich zu schätzen, aber ich bin wohl zu alt für ein Skateboard. Nimm es bitte zurück und viel Spaß. Warum wollte Dana nicht Skateboard fahren? Sie ist doch sehr fit. Also echt, wie kann man nur nicht Skateboard fahren? Moment.
Achso, da brauchen wir nur den Code. Weil es sah gerade so aus, als würde hier eine Schraube fehlen. Zufälligerweise habe ich ja ein paar über vom letzten IKEA-Regal. So, hier mal ein Föhnventilator. Und es fehlt der Knopf. Lass mal nichts machen. Aha, hierfür sind die Schrauben. Die schmeiße ich schon mal hin. Und dann suchen wir uns noch mal ein paar Schrauben. So, hier ist ein Stück von abgebrochen. Meerjungfrauen tauchen normalerweise nachts am Fluss oder Seeufern auf. Sie sehen aus wie schöne junge Frauen, locken junge Männer an und ertränken sie. Ja, Schönheit kann trügen. So, Wagenheberteil haben wir gefunden. Begegnung mit Chupacabra auf einer Farm in Puerto Rico 1998. Ranchbesitzer Dominik lebt in einem großen Steinhaus, umgeben von einer hohen weißen Mauer. Wo denn? Außer Rindern und zahlreichen Ziegen und Schweinen hielt es eine Schar Pfauen. Also er wahrscheinlich. Um 1998 etwas Merkwürdiges geschah ihnen. Und? Naja, wie auch immer, wir wissen ja, es gibt ein paar kleine Übersetzungsfehler, ist ja auch nicht schlimm. Vier Vögel wurden auf extrem ungewöhnliche Weise getötet. Ja, da ist der Gute. Wir haben ein Interview gefunden, 5 von 15. Nee, wie kommen denn bitte hier die Mäuse? Also, Dana, du müsstest mal wieder putzen oder hat die Mumie die mitgebracht? Seine Binden können sich verfangen. Ich werde den Deckenventilator ausschalten. Der ist doch aber schon. Ah, dafür brauchen wir dann wahrscheinlich den Code. So, hier können wir bestimmt das Skateboard runterstecken. Wagenheberteile, Batterien, Klebeband. Ich würde den ja gerne aufzwirbeln. Aber... Ach, warte mal. Ne, das Stück müssen wir auch noch finden. Ja gut, sie trägt ein magisches Halsband. Da können wir auch im Moment erstmal noch gar nichts machen, bevor die Mumie nicht verschwunden ist. Ein Föhn. Ich muss mal auf die Karte gucken. Ah, hier ist was zu tun. Oh, die Mäuse. Es ist aber schon irgendwie niedlich. Verdammt, was föhnen wir denn jetzt mal weg? Also, wenn der Föhn funktionieren würde. Wagenheberteil, fehlt mir eins. Den Code müssen wir noch bekommen. Der wird wahrscheinlich hier drunter stecken. Kann ich hier was abschrauben? Nee, auch nicht. Ich habe keinen Schraubenzieher. Ich muss erst alles entfernen. Ach was. Okay, wir haben Werkzeugkasten. Skateboard-Ersatzräder. Ja gut, dann reparieren wir mal das Skateboard. Billigen Räder dran geschraubt. Damit würde ich auch nicht fahren wollen. Ja, es geht. Okay, dann gehen wir erstmal in die Küche. Die Mumie sitzt da eh fest. Hier haben wir einen Waschbären, der hat bestimmt Durst. Oh. Was macht der Waschbär hier? Ich verscheuche ihn besser. Lass doch den armen Waschbären in Ruhe. Kaputte Fernbedienung. Was ist das für ein Gerät? Ist das die Waschmaschine? Spülbecken verstopfen leicht, aber Essig wird es reinigen. Na gut. So, hier können wir doch bestimmt... Nein, können wir nicht. Hier müssen wir Batterien erstmal reinmachen. Hier fehlt auch noch ein Knopf und noch eine Platine. Alles kaputt bei Dana. Liebe Dana, dies ist ein Geburtstagsgeschenk von deiner dich liebenden Verwandtschaft, Emily. Ich weiß, es ist unhöflich, aber ich muss unbedingt wissen, was da ist. Die liebende Verwandtschaft hat wahrscheinlich irgendetwas bei Amazon bestellt. Haartrocknergriff, Knopf. Dann können wir den zumindest schon mal anschalten. Ohne Strom. Batterien. So, hier ist reines Wasser. Ich brauche etwas anderes, um heißen Tee zu kochen.
Alraunensaft. Okay, wir brauchen einen Teebeutel. Da fehlt noch ein Flügel und den Kühlschrank. Der ist völlig vereist. Ich schätze mal, sie hat andere Sachen zu tun, als ihren Haushalt in Ordnung zu halten, zu bringen. Ein Wimmelbild, euch liebe Kühlschrank-Wimmelbilder. Die finde ich irgendwie so schön. Ich weiß auch nicht. Ja, was hier immer alles so drin ist, ist unglaublich. Was bist du denn? Eisbecher vielleicht? Ach nee, du bist hier ein Emblem. Minus 32 Grad. Das ist ordentlich. Dass die Flasche da noch nicht geplatzt ist, wundert mich allerdings. Was können wir mit der Flasche machen? Ah, füllen wir es mit Wasser. Ja, sehr lustige Figur. So, wir brauchen ein Ei. Wir brauchen noch eine Gabel. Davon braucht man eine Scheibe. Und eine Zitrone. So ein toller Kühlschrank. Und die nimmt sich eine Zitrone. So, hier haben wir einen Dosenöffner. Damit können wir doch bestimmt eine Dose öffnen. Da unten. Die Bohnen. Ja, dann brauchen wir noch ein Ei, da haben wir es schon. Die Gabel, die ist hier oben. Erbsen und ein Törtchen. Da sind Erbsen und das Törtchen. Normalerweise finde ich Torten ja eigentlich immer sofort. Ach, da oben. Ach, Cupcake. So, erzeuge mit den Pfeilen einen Pfad durch alle Kästen zum Ausgang. Bist du der Ausgang? Erneut. Ist es erneut? Ja. Nee, das ist auch nicht richtig. Mach mal wieder aus. Uiuiui. Also, hier können wir ja dreimal lang gehen. Hier zweimal. Hier nur einmal. Ich frag mich nur, wie wir bitte da hinkommen sollen, weil hier kein Knopf dahin zeigt. Überfragt. So da lang. Dann gehen wir mal da lang. Geht auch nicht. Aber der kann ja eigentlich nur nach unten. Ach, jetzt geht's. Nee, das ist Quatsch. Mhm. Ist ja gar keinen anderen Weg. Also hier könnten wir rauskommen. Dann haben wir den Ausgang. Hier kann ich gar nicht lang gehen, weil das bringt nichts. Hier auch nicht. Naja, hier ist auch Quatsch. So, dann könnte man hier unten lang gehen. Da, da. Da, da, da. Aber das Problem ist, hier können wir dann nicht mehr lang. Da, da. Dann sind wir oben, dann geht's da lang und dann geht's raus. Reicht das vielleicht? Das geht überhaupt nicht. Ja, nee, sorry. Mhm, ja, habe ich mir gerade gemerkt. So, und wir brauchen eine Flasche. Hm, Sekt? Ach, verdammt, blöden Karottensaft. Nee, Essig. Essig im Kühlschrank. Naja, und schön auflassen, damit es noch schön weiter vereist.
Ah nee, das war hier Tee. Dann machen wir mal hier sauber. Kann auch der Waschbär endlich mal ein bisschen klares Wasser trinken. Hier ist sogar noch eine Filmrolle. Boah, was für eine Plörre. Okay, Farbrolle, das erklärt einiges. So, was haben wir denn hier unten? Warum sollen wir den verscheuchen? Weiche von mir. Tschüss. Geh, oder ich mal dich an. Ja, gut, der Waschbär möchte dann noch nicht gehen. Ich brauche nicht viel. So, hier fehlt auf jeden Fall noch ein Flügel. Kann ich weiter nichts machen. Den Zeitungsausschnitt haben wir, glaube ich, auch schon. Hier hinten muss irgendwie Tee rein. Ich vermute mal, dass der Waschbär dahinter oder hier in dem Schrank ist. Das kann auch sein. Können wir hier eigentlich zum Feuer? Nee. Ich habe eine Farbrolle. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich auch. Der würde bestimmt gut aussehen in Blau. Da fehlt noch ein Stück. Wozu brauchen wir den Handschuh? Ach, für den Garten. Vielleicht. Vielleicht brauchen wir nämlich hier gar keine Schere. Na, vielleicht doch. Ja gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Dann, war denn nicht hier irgendwo noch irgendwas, was war? Geht auch ein Ofenhandschuh? Nee, verdammt. Auch nicht. Okay, das geht nicht. Ich muss mal auf die Karte gucken. Wo ist denn was zu tun? Dahin ist tatsächlich was zu tun. Brauche einen Ersatz. Ja gut, aber... Ach, hier. Ich wusste doch, irgendwo war noch was. Na also, hier haben wir erstmal eine schöne Hand. Erste Hilfe bei Vampirismus. Wende eine Abschnürbinde an, um das Gift von der Verbreitung abzuhalten. Die Hand da so auf dem Kopf. Oh, ich bin so fertig. Ich muss eine kräftige Bandage finden. Aber doch nicht für die Ach so, doch, die hält irgendwas in der Hand. Aha. Okay, dann nehme ich mal den Flügel. Hier haben wir nochmal das Buch und die Anleitung. Wir brauchen also erstmal eine Bandage. Ich habe auch nichts zum Abschnüren. Nee. Okay, dann nochmal zurück ins Haus. Zum Erste-Hilfe-Kasten vielleicht. Ja, das sieht ja mal cool aus mit dem Vogel. Ja, wir haben eine Filmrolle. Die Pfeffermühle wird ohne Griff nicht funktionieren. Es ist ein Muss, immer eine Falle dabei zu haben, um Monster zu besiegen und eine Taschenlampe, um Vampire zu verscheuchen. Denna. Sie ist so weise und erfahren. Fernbedienung, Kontrollschirm. Toll. Ja, das macht mich jetzt auch nicht gerade glücklich, das gefunden zu haben, weil es uns irgendwie gar nicht weiterbringt. Wir haben aber zwei Wagenheberteile. Der Wagenheber, der war doch... hier. Nee, ist die Gabel. Jawohl. Damit haben wir das Blümchen. Ich frage mich, wie Dana das macht, wenn sie es immer versteckt. Und hier haben wir ein Minispiel. Wahrscheinlich. Ich wollte immer Tänzerin werden. Ich habe Tanzunterricht genommen und viel trainiert. Jetzt ist mein Körper sehr kräftig und das hilft mir, schnell zu rennen auf der Jagd nach Monstern. Dana. So viele Familiengeheimnisse werden aufgedeckt. Das stimmt allerdings. So, hier brauchen wir einen zweiten Tänzer. Toll. Da fehlt ein Zahnrad. Kann ich hier was aufmachen? Oh, ich habe ein Zahnrad. Aber ist ja schön mit der Blüte. Okay, hier haben wir einen Schlüssel. Radiergummi. Okay, Radiergummi weiß ich noch nicht, wozu wir es gebrauchen können. Aber ich habe zumindest schon mal eine Schaufel. Und das muss doch bestimmt auch noch aufgehen. Ja? Hier nochmal ran? Ja, wir kommen nochmal ran.
Hat dir Gummi, Moment mal, ich versuche mal, das sauber zu machen. Nee, aber es ist blau. Auch nicht. Kann ich auch nicht anmalen. Schade eigentlich. Na gut, dann nehme ich mal die Schaufel und schwächle mal hier. Eine CD. Mhm. Dann gucke ich mal, ob wir die hier reinmachen können. Können wir. I've been gathering information about the Harlequin doll Harvey for a long time. He looks normal, but provokes strange events. He was found in the attic of an old abandoned mansion several decades ago. Over time, the doll had many different owners. Harvey brought misfortune to each of them. My goal is to find Harvey and destroy him. No one knows exactly where he is now, but rumor has it that the doll was sold in Virginia for a hefty price. Dana hat keine Ahnung, in welcher Gefahr sie war. Naja, gut, sie weiß das wahrscheinlich schon mit dem magischen Halsband gerade. So, den Knopf machen wir mal hier rein. Ja, dann fehlt eigentlich nur noch eine Batterie. Das ist ja schon mal schön und gut zu wissen. Hier brauchen wir... Mhm. Oh nein, oh nein. Aber gut, das finde ich mal gar nicht so schlecht. Okay, dann machen wir mal die Fernbedienung. Ganz. Die Partypfeife. Die ist bestimmt für den Waschbären. Oh nein. Da hätte ich jetzt auch Angst. Der arme Waschbär. So, was haben wir denn bekommen? Einen hölzernen Griff und ein Stück Papier. Ganz toll. Ja, da bin ich mal gespannt, was wir damit anfangen können. Machen wir aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.